Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video möchte ich euch 4 Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr euer Bartwachstum beschleunigen könnt. Ja, Leute, der ein oder andere hat mich gefragt, Daniel, ich warte auf meinen Bart. Wann hast du denn endlich Bart bekommen? Ich bin gerade 17, 18 Jahre alt, aber habe noch keinen Bart und möchte unbedingt Bart haben. So, wie kann man das Bartwachstum beschleunigen? Bevor ich jetzt anfange und euch die 4 Tipps mit auf den Weg gebe, möchte ich noch kurz was zu sagen. Also, Leute, habt Geduld. Ja? Habt wirklich Geduld mit eurem Bart. Wenn ihr 16, 17 Jahre alt seid, da hatte ich auch noch nicht so einen Bart, wie ich jetzt habe. Ja? Das dauert halt ein bisschen und ich stand damals auch in der Fußballkabine, ja, und da steht so ein Erkan neben mir und der hatte so einen Vollbart und so eine Brustbehaarung, ja, und ich habe noch nicht mal ein Haar am Sack gehabt, ja, und das ist ja logisch, dann fühlt man sich erstmal ein bisschen komisch, aber Leute, habt Geduld, ja, irgendwann kommt das. Die südländischen Kollegen, die haben es da vielleicht ein bisschen einfacher, was den Bartwachstum angeht, als wir Mitteleuropäer oder Deutschen, ja, aber das ist dann halt so, das ist auch genetisch bedingt, ja, euer Haarwachstum und euer Bartwachstum, das hängt ja ganz von euren Genen ab. Aber man kann natürlich trotzdem, ja, den ein oder anderen Tipp anwenden oder den ein oder anderen Trick anwenden, damit das Bartwachstum beschleunigt wird. Und darüber möchte ich auch mit euch sprechen heute und euch 4 Tipps mit auf den Weg geben. Ich habe nämlich echt recherchiert im Internet, wie man seinen Bart schneller wachsen lassen kann. Und ich habe auch 2 Freunde von mir gefragt, 2 richtig bärtige Freunde. Und die haben mir auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. So, starten wir mit Tipp Numero Uno. Leute, einfach mal den Bart wachsen lassen. Ja? So, viele Leute denken immer, ja, man muss ganz, ganz oft rasieren, damit mehr nachwächst und mal glatt rasieren. Leute, nein, einfach mal wachsen lassen. Dieser Mythos ist völliger Quatsch. Ja? Habe ich extra recherchiert, völliger Bullshit. Ja? Einfach mal wachsen lassen, nicht rasieren, gar nichts machen. Und lasst das Gewächs wachsen. Ja? Punkt aus, Ende. Tipp Nummer 2. Gesunder Lebensstil. Ja? Ganz, ganz wichtig. Dazu gehört viel Trinken, viel Schlaf, gesunde Ernährung. Und ich kann dazu an dieser Stelle auch über mich sagen, also wenn ich mal richtig lange gepennt habe, ja, und mich lange regeneriert habe, dann merke ich auch, dass meine Barthaare mehr gewachsen sind als an Nächten, wo ich weniger geschlafen habe. Also das stimmt definitiv. Ein gesunder Lebensstil hilft euch natürlich auch, wenn ihr euch viele Vitamine zuführt oder auch zum Beispiel Workout macht, Sport macht. Denn Testosteron ist ja dafür verantwortlich bei uns Männern, ja, dass wir Bart bekommen. Und wenn unser Testosteronspiegel ansteigt, ja, dann steigert das natürlich auch unser Bartwachstum. Also wenn ihr Workout macht, Sport macht, hilft das natürlich auch an dieser Stelle. Also Punkt 2, gesunder Lebensstil, und darunter zählt alles wie Sport, Ernährung, Wasser trinken, schlafen etc. 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 Tipp Nummer 3, Haarfollikel stimulieren. So Leute, ist vielleicht ein bisschen strange, ja, aber wenn ihr mal eine schöne Gesichtsmassage bekommt, ja, besser gesagt Bartmassage, ja, das regt die Haarfollikel an, also es regt zum einen eure Durchblutung an, und wenn es eure Durchblutung anregt, ja, dann regt es auch euer Bartwachstum an. Also wenn ihr zum Beispiel mal, keine Ahnung, beim Arzt im Wartezimmer seid, ja, und ihr habt nichts zu tun, habt keinen Bock mehr auf die Zeitschriften und Instagram und Facebook ist auch öde, ja, dann schaut mal YouTube-Videos an. Nein, dann setzt euch doch einfach mal hin und massiert ein wenig eure Barthaare, ja, oder da, wo sie halt irgendwann mal kommen sollten. So, das regt auf jeden Fall den Bartwachstum an. Einfach mal Massage geben ist auf jeden Fall förderlich. Tipp Nummer 4, Bartpflege. Ja, Leute, Bartpflege, Bartpflege, Bartpflege. Da könnte man jetzt, glaube ich, ein ganzes Video drüber machen und ganz, ganz viele Videos, aber ich breche das mal ganz kurz runter. Zum Beispiel, wenn ihr euren Bart shampooniert. Einfach mal waschen, ja, ist auch gesund. Nicht nur für euren Bart, sondern auch für eure Haut. Einfach mal euren Bart waschen. Es gibt verschiedene Bart-Shampoos, die kann man mal Gelegenheit nutzen. Auch wenn man mal fettigen Burger gegessen hat oder so, dann könnt ihr euch ja einfach mal euer Gesicht waschen, euren Bart waschen. Und dann regt es natürlich auch, wenn ihr das schön einschamponiert, dann regt es natürlich auch wieder die Haarfollikel an und die Durchblutung. Also ist auf jeden Fall förderlich. Nächstes Thema ist Bartöl. Bartöl, da gibt es dann natürlich jetzt aktuell zigtausend Bartöle auf dem Markt. Ja? Ich bin da jetzt auch kein Experte. Allerdings wurde mir jetzt vor kurzem ein Bartöl zugeschickt von Eisenbart.
Und das ist made in Germany und ich bin immer ein Freund davon, Qualität statt Quantität, also eher lieber was richtig Hochwertiges kaufen, ein hochwertiges Bartöl, was vielleicht dann auch noch gute Inhaltsstoffe hat, wie zum Beispiel Eukalyptus, die dann auch das Bartwachstum wieder anregen. Also lieber was Hochwertiges. Und ich habe mit den Jungs von Eisenbart gesprochen und die haben mir auch gesagt, dass deren Bartöl auch das Wachstum so ein bisschen anregen soll aufgrund der Inhaltsstoffe. Ich sage nochmal vielen Dank an das Bartöl von Eisenbart, ja, dass ihr mir das zugeschickt habt. Ich finde es gut. Made in Germany kann ich an dieser Stelle empfehlen und ich packe es in die Infobox rein. So, was noch zur Bartpflege dazu gezählt, ist natürlich auch den Bart bürsten. Ja, wir kämmen ja unsere Haare, dann sollten wir auch unseren Bart bürsten und kämmen. So, einfach eine kleine Bartbürste gibt es bei Amazon schon für ein paar Euro und damit euren Bart ein wenig bürsten. Ich persönlich habe so eine runde Bürste, die ist sehr gut, dann kann man schön auch die Lippen schön mit runter bürsten, den Bart von den Lippen und immer schön nach unten bürsten und das regt natürlich auch das Wachstum an, denn ihr spielt wieder mit euren Haaren rum, fördert die Blutung, fördert, regt die Haarfollikel an, etc., etc., etc. Also Bartpflege ist auf jeden Fall auch förderlich. Nicht zu viel, ja, viele Leute denken jetzt, oh komm, ich muss jetzt dreimal am Tag meinen Bart schamponieren und waschen, fünfmal Bartöl reinschmieren und zehnmal massieren und auch kämmen und bürsten. Nein, Leute, weniger ist mehr, ja, übertreibt es nicht, sondern macht eine gesunde, normale Bartpflege. So, was kann man noch machen? Ja, man kann noch was machen. Das waren diese natürlichen Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Aber ich habe auch krasse Sachen gesehen, ja, als ich gestöbert habe im Internet und recherchiert habe. Wie heißt das Zeug? Minoxidil. Ja, es heißt Minoxidil. Sind chemische Mittel. Ja, über chemische Mittel, ich bin da kein Freund von. Ja, also sich irgendwas, irgendwie Chemie auf die Haut oder in die Haare zu schmieren, nicht unbedingt. Und ich würde da erstmal die Finger von lassen, aber ich möchte es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, denn ich habe echt ein paar krasse Videos gesehen, wo Leute mit Minoxidil wirklich echt krasse Ergebnisse erzielt haben. Dieses Zeug, ich weiß nicht, was für Inhaltsstoffe das hat, ja. Ich weiß nur, dass das Chemie pur ist und es soll anscheinend den Bartwuchs extrem anregen. Ja, also wenn ihr das benutzt, ja, liest euch auf jeden Fall vorher die Packungsbeilage durch. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Es waren einige Videos bei YouTube, habe ich auch gesehen, wo echt krasse Ergebnisse erzielt worden sind mit so Minoxidil-Zeug. Ich packe einfach mal ein paar Links zu Minoxidil-Produkten auch in die Infobox rein. Schaut es euch an, ja, aber achtet bitte bei der Nutzung darauf, ob es wirklich für euch in Frage kommt. Ich bin da persönlich kein Freund von. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wollt, dass ich mal den einen oder anderen bärtigen Typen in meinen Videos mit dabei habe, ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, dann kommt mal ein bärtiger Freund von mir mit ins Video. So, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Bis dahin, macht's gut, adios, amigos.